Grüezi und herzlich willkommen hier am Baumerstand an der Automation and Electronics 2015 in Zürich. Als eines der Highlights auf dem Stand würde ich Ihnen gerne das neue inkrementale Drehgeber aus der Octopulse-Baureihe, der EIL-580P, wobei P für programmierbar steht, vorstellen. Ein programmierbarer Drehgeber kann Ihnen helfen, die Lagerkosten und die Logistikkosten zu reduzieren. Lassen Sie mich die Möglichkeiten anhand des Messemodells kurz erklären. Der Startbildschirm gliedert sich in drei Teile. Wir haben den Infobereich, wir sehen die aktuellen Parameter und auf der rechten Seite die zu programmierenden Parameter. Die Oberfläche bietet uns die Möglichkeit, die Impulszahl frei zwischen 1 und 65.536 Impuls zu wählen. Wir haben die Möglichkeit, die Ausgangsschaltung zwischen TTL und HTL zu wählen, sowie die Drehrichtung und auch die Länge des Nullimpuls, ob es 90 Grad oder 180 Grad beträgt. Das Programmieren erfolgt über einen einfachen Knopfdruck. Weiterhin bietet die Software auch die Möglichkeit, ein individuelles Typenschild mit der aktuellen Konfiguration zu drucken. Und jetzt sehen wir schon, bei den aktuellen Parametern sind die neuen Werte übernommen worden. Weiter können wir auf dem Reiter Position auch ganz einfach die Funktion von unserem Drehgeber überprüfen. Die Nullsetzfunktion bietet uns die Möglichkeit, dass der Drehgeber individuell an einen Referenzpunkt zugesetzt werden kann. Als zusätzliche Programmiermöglichkeit, zum Beispiel für Servicetechniker oder zur Programmierung von einzelnen Drehgebern, bietet Baumer auch ein Handheld-Tool an. Auch hier wird die Programmierung wieder einfach über ein Menü geführt, respektive hat man die Möglichkeit, durch vier einzelne Schnellzugriffsbutton eine vordefinierte Konfiguration zu hinterlegen. In Sekundenschnelle lässt sich so ein Drehgeber einfach und schnell im Feld umprogrammieren. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier am Baumerstand vorbeizuschauen und sich über den EIL-580P, wobei P für programmierbar steht, informiert haben.